So, dann wollen wir mal gucken. Hier von der Kameramod, die ich da habe, gab es wohl ein Update. Da kann man jetzt wohl angeblich. Ja, geil, guck mal hier. Den ganzen Abschnitt dazu gekommen. Y-Achse invertieren. Third Person, mindester Zoom. Maximaler Zoom. Mindestpitch, Maximalpitch. Lock-Kamera-Pitch, Angel. Engel meine ich, nicht Angel. Castle Roof in Third Person. Deuce Over the Shoulder Offset. Aim Mode. Forward. Default. Hä? Oh, cool! Also, falls jemand das gestört hat, dass man beim Laufen. Du kannst jetzt mit WASD laufen und dann ignoriert er beim Laufen, glaube ich, die. Das, oder war das vorher auch schon so? Nee, das war vorher auch schon so. Wofür ist denn die Option? Default? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür das. Die Kamera brauchen wir noch. So, jetzt machen wir Option. Ich will mal ganz kurz mit rumexperieren. Ich habe mir das Update vorhin erst gezogen. Castle Roof von Third Person. Ach, okay, dann zeigt er hier das Dach mit an. Finde ich das gut? Sieht von außen ein bisschen aus wie Wellblech, ne? Von innen, oder? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube jetzt nicht so. Option, das nehmen wir mal raus. Use over the shoulder offset. Hä? Ach, dann. Mach mal auf hier. Jetzt gucke ich ungefähr in der Höhe zwischen den beiden Zahnrädern. Ich habe da so einen Verdacht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Wofür ist denn das? Steht da ein Tooltip-Text? Baut auch Tooltips rein. Lock Camera Pitch. Option. Wirkt sich das überhaupt aus? Auch verstanden das? Ah, ich Idiot, ich hab's verpasst. Jetzt ist Blutmond. Ach. Wir hören mal auf damit zu spielen. Wobei, man kann glaube ich einstellen, dass ich, wenn ich hier drin bin, immer in Dings bin, ne? Oder? Enable First Person. Ach so. Ne, dies möchte ich schon. Enable Third Person möchte ich schon drin haben. So, ich wollte. Also, ich habe ein letztes Mal gegen drei Bosse verloren. Einmal gegen die Ratte, die werde ich heute nicht versuchen. Nikolaus, der gefallen ist, war ja der auf dem Friedhof, den werde ich heute auch, glaube ich, nicht versuchen. Ich glaube, ich möchte am einfachsten von denen, schätze ich, Quincy an. Den habe ich nur einmal versucht. Und dann hatte ich ja keinen Bock mehr. Bärbel habe ich erledigt, ja, natürlich, sicher. Das ging auch. Im ersten Versuch war der schon mal dreiviertel weg. Im zweiten habe ich dann irgendwie ein Konsolenproblem bekommen. Und im dritten Versuch lag der. Also, ja, sag mal im vierten Versuch. Ich bin einmal zwischendurch wieder rausgegangen, habe mich resettet.
Eigentlich lagen die. Der lag, glaube ich, auch im ersten Versuch. Die Ratte habe ich viermal versucht und dann war ich schon drauf und dran, mir ein anderes Haus zu suchen. Scheiße. So, Quincy. Quincy habe ich noch einmal versucht. Zu Quincy würde ich ganz gerne hingehen. Ich denke mir, da hätten wir Chancen, bei Quincy was zu machen. Ausrüstung. Die Handschuhe müssen repariert werden. Lederkupferbahn, rauer Faden. Das sollte funktionieren. Leder. Kupferbahn. Ja, es liegt alles ein bisschen was auseinander. Krass. Bei der habe ich 5 gebraucht. Bei welcher? Bei welcher hast du 5 gebraucht? Du Maris, hey, hallöchen. Was? Rauer Faden, ne? Mal gucken, wo was drin war. Ja, rauer Faden. Ich kann doch hier reparieren, oder nicht? Stehe beim Banditenkönig an. Wie du stehst beim Banditenkönig an. Er müsste jetzt ewig farmen für zufällige bessere Rüstung. Bin einfach nicht gut genug. Schaue, was der Quincy, den ich versuche gerade, den ich gleich nochmal versuchen werde, da stehst du und kommst nicht weiter. Das Stirnrunzeln galt jetzt nicht dir. Das Stirnrunzeln galt der Tatsache, dass ich das Kupfer immer noch in der Tasche habe. Obwohl ich da rübergelaufen bin. Du könntest sonst, wenn du etwas cleverer bist als ich, könntest du natürlich versuchen, so einen Blutmond mal dafür zu benutzen. Ich hab's halt verpasst, ne? Jetzt brauche ich gerade auch nicht mehr loszulaufen, dann kann ich mich hier lieber nochmal um meine Blümchen kümmern. Ich dachte, was kommt da denn auf? Aber das ist Mist. Blümchen sind noch nicht mal gewachsen. So, okay. Dann gucken wir mal, was nehmen wir denn mit? Wir wollen an Skillsets Folgendes mitnehmen. Das ist noch haltbar. Speer ist noch... Nee, komm, lass uns lieber den Speer reparieren. Ausrüstung. Nee, wie repariere ich den denn? Ach, jetzt brauche ich da echt ein Brett für. Du sammelst Blutkonserven? Hast du da nicht genug? Ich kann damit ja werfen. Müsstest du doch auch können, oder? Die verstehen, ihr habt doch Bretter aufgenommen, oder nicht? Ja, komm, landest du da auch mit drin. Ich habe da eine Gattung, die ich gerne hätte. Achso, okay. Ja, ich habe jetzt nicht auf den Tag, ich weiß, 2-3 Tage dauert das mit den Blümchen vielleicht. So, da müssten wir uns mal Gedanken machen. Was nehmen wir denn dann für Fähigkeiten beim Boss? Also, den hat ja quasi dieselben Fähigkeiten, kann man sagen. Ich würde Heilung beim Boss wäre, glaube ich, eine gute Sache. Das heißt, den Blutrausch, den könnte man nehmen, dass man sich abschirmt. Nee. Ach so, das.
Nee, ich glaube, der ist besser. Ich glaube, der wird wahrscheinlich besser sein, denke ich mir. Den würde ich nehmen. Und dann kann man gucken, ob man diese Explosion mal beim Boss ausprobiert. Ich muss mal gucken, ob ich hinter dem Boss komme. Aber zur Not würde ich die Explosion, wobei das ist ein AOE. Eigentlich brauchen wir den nicht. Da müssen wir mal mit rumexperimentieren. Gut, dann. Lass an, dir geht's gut, ne? So, wo mussten wir hin? Achso, da liegt ja auch noch meine Leiche. Kann ich teleportiert werden? Warum kann ich in meinen Sarg einfach nicht was reintun? Den Sprengstoff brauchen wir ja nicht. So, der Rest sollte teleportiert werden können. Ich habe mal die Kameraposition von der Scan. Das kann sehr gut sein. Studio-Modus, Gamescreen, Wow, echt jetzt? Ernsthaft? Warum? Eigenschaften? Warum? Gucke ich wenigstens halbwegs intelligent aus der Wäsche? Eigenschaften. So müsste es besser passen, ne? Aber ich glaube, Eisenrüstung, wenn ich mit den anderen Bossen Probleme habe, es bringt mir überhaupt nichts, mich hierhin zu teleportieren. Kann das sein? Das bringt mir nicht wirklich was, ne? So, ich will den Boss ja sowieso dann am Abend machen. Ich hasse dieses Camp tagsüber. Das wird wieder ein Problem werden, da durchzukommen, weil da kaum Schatten ist. Boah, ihr Schweine! Gehst du von meinem Pferd weg? Ey, jetzt ist mein Ring kaputt oder was? Ah, den wollte ich eigentlich noch repariert haben. Naja, gut. Er ist aber nicht ganz kaputt. Gab schon eine Umfrage. Nee, wir können da gerne gleich mal eine machen. Für diesen Boss. Ey, das ist keine Umfrage, es ist eine Vorhersage. Das versuchen wir nochmal. So.
ist ja mittlerweile gewaltiger Pferderückstau. Hä? Wo kommst du denn her? Dann muss ich aber eben das Spiel verlassen, weil sonst überlebe ich das Erstellen der Vorhersage nicht, das weiß ich. Ich werde vorher sterben. Das wird nicht funktionieren. Wegen der Sonne. So, also, Vorhersage starten. Wie heißt der Typ? Der Boss, den ich da versuche? Egal. Banditenkönig, ne? Aber der hat auch einen Namen. Clyde war es nicht. Clive, ne? Nee, ich weiß es nicht. Wie heißt der? Quincy! Okay, in wie vielen Versuchen liegt Quincy? Alle zwei, drei bis fünf mehr. Oder man könnte sagen eins. Ich überlege, ob ich jetzt den ersten Versuch mache oder ein bis zwei. Ich bin beim letzten Mal nicht wirklich weit gekommen. Ich glaube, wenn ich nur eins nehme, werden es nicht so viele Leute nehmen, ne? Oder ich nach 2 bis 4. Nee. Das muss ja schwierig sein. Wir machen 1 bis 2, machen 3 bis 5 und machen mehr als 5. Und machen mal 5 Minuten. Vorhersage starten. So, okay. Gut. So würde ich das machen. Ja, wie gesagt, die Bosse werden nicht leichter, sag ich mal. Ein paar, also so, wie gesagt, an dem Abend von drei Bossen keinen geschafft. Da war ich bisher immer ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Sonst gingen die fast alle im ersten Anlauf. Außer diese Polarwandlerin da, die in ihrem Blumenbeet. Die werden noch viel, viel heftiger. Ja, gucken. Aber wie gesagt, wenn nur eins nehmen, ist also drei bis was? VR. Wer hat denn da geschrien? Hallo? Nee, die muss ich jetzt nicht haben. Ich will ins Camp rein. Ich will nicht draußen so einen Stress haben. Ach, hier ist wieder zu? Warum? Wieso ist denn hier wieder zu? Ihr Rotzbogenschützen.
Weißt du, die können sich da ja schön im Schatten verstecken, ne? Oh, ich mag dieses... diesen POI nicht, hätte ich fast gesagt. Okay, passt. So schlecht sieht es ja nicht aus. Muss ja nur sehen, dass ich mal bis abends hier irgendwie durchkomme. Und ich weiß, dass mir nachher hier ja der Schatten fehlen wird. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gerade. Das ist hier unnötig eskaliert. Wieder weg. Oh Mann, das ist ärgerlich. So passt. Da ist ja noch jemand. Nee, nee, du musst schon näher kommen. Okay, passt. Und jetzt muss ich aber warten, bis es dunkel wird, weil da komme ich nicht neben die Treppe sonst hoch, ne? Das ist es. Mhm. Ich glaube, das kann ich vergessen, dass ich da neben die Treppe hochkomme. Oh, eine goldene Kiste. Admiral Apate, Nabend. Ach, Silbermünzen. Nadellose Jägerarmbrust. Habe ich die schon? Ich vergesse das doch bestimmt nachher wieder. Aber wie gesagt, Silber kann ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, die nadellose Jägerarmbrust habe ich schon. Aber dann können wir es kaputt machen. Ich muss warten, ich kann vorher nicht raus. Weil hier einfach nirgendwo Schatten ist. Ach doch, da vorne sieht so aus, als wäre da Schatten. So, okay. Ein paar Gegner waren ja noch, ne? Ach, hier hätte ich auch hochgekommen. Das muss ich mir nächstes Mal merken. Das ist doch kürzer dann. Hier ist noch eine Gruppe. Yeah!
Oh, Leute. So, jetzt reicht's aber hier. Ich darf mich nicht völlig verausgaben vom Boss. Ja, den letzten werde ich gleich irgendwie ganz aussagen müssen. Schade, das ist 29%. Mal gucken, was wir hier gleich finden noch. 60%. Scheiße! Oh, der hält ja nichts aus! Oh, den hätte ich gerne gehabt. 3, 9, 6. Oh, toll! Ich krieg hier nur die Loser, ey. Scheiße. Ah, na gut. Mist. Das ist jetzt doof. Ja, vom Boden zuzeln, ja, ja. Okay, ich wollte den hier versuchen, ne? Den und... Ja, nee, nee. Den. Den. Try to make this fun for me at least. Au. Das muss ich anders machen. Au, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo ist er denn hin? Show me what you've got. Run!
challenge! Heilung. Ich überlebe nicht mal den Bosskampf, weil ich gleich nichts mehr zu essen habe. Ja. Ich bin... weiß nicht. Ich habe am Anfang viel zu viel auf die Mütze bekommen. Ich glaube, das kann den ganzen Abend dauern. Ciao, Hähnchen. Viel Erfolg dabei. Ich werde so das Gefühl nicht losgehen, das kann den ganzen Abend dauern, bis ich da weiter bin. Ich muss jetzt laufen den ganzen Weg, ne? Wobei, das war jetzt nicht klug, dass ich da hingegangen bin. Wir gehen erstmal nach Hause und reparieren unseren Ring. Aber ich glaube, das wird eine schwierige Angelegenheit. Ich bin da ganz beim Wiener Madel. Ihr sagt, sie ist zu doof für diesen Boss. Dann bin ich bei dir. Du bist nicht alleine. Das ist doch schon mal etwas, oder? Ja, die Unterstützung ist gar nicht so das Problem bei dem Boss, glaube ich. Die Unterstützung ist eigentlich nicht so das Problem bei dem Boss. Grabstaub und Edelsteinstaub. Ich glaube, da haben wir unser Problem. Ich habe, glaube ich, weder Grabstaub noch Edelsteinstaub. Doch, Edelsteinstaub habe ich. Grabstaub habe ich auch. Okay, ja, dann passt das noch. Ausrüstung. Also ich weiß nicht, ich finde den Boss mit seinen Spells, die er da hat, unangenehm genug. Ich habe da nicht so richtig Zeit, mir dann noch seine anderen Leute anzugucken. Ja. Das ist das Problem. Ich überlege, ob mir so ein Trank was helfen könnte. Ja, das mit dem Moveset habe ich noch nicht drauf. Ich glaube, dass es eine ganz gute Idee ist, wenn man versucht, hinter ihn zu kommen. So. Wobei, hinter ihn zu kommen, würde mir wahrscheinlich mit so einem Doppeldash leichter fallen, als mit der Fähigkeit hier. Weil ich halt nur einmal dashen kann. Aber wenn ich... Das Problem ist, ich muss aufhören, von dem weg zu dashen. Wenn, dann muss ich zu ihm hin dashen, um hinter ihn zu kommen und ihn dann in den Rücken zu hauen. Wenigstens einmal. So, erstmal macht das bestimmt Schaden. Und zweitens muss ich ihn schlagen, weil sonst brauche ich diesen Spruch nicht, weil ich mich dadurch erheile. Zwar nur um 5%, aber machst du das 10-mal, hast du auch 50%, ne? Ist.
Oh, das ist aber nicht das schnellste Pferd, was ich hier habe, glaube ich. Nil ist unverzichtbar, meines Erachtens. Im Solo? Wieso? Warum im Solo? Im Multiplayer kann da jemand anders mitteilen oder wie? Kann man im Multiplayer die Rolle eines Heilers übernehmen oder was? Oh, jetzt ernsthaft, Leute. Hier ist nur Sonne. So unglaublich, ey. Gibt einiges Pilze für... Ach stimmt, richtig, habe ich auch schon gelesen. Ich glaube, ein oder zwei hätte ich, glaube ich, auch. Ne? Irgendwann stehen da 10 Pferde vor der Tür. Ne? Hier an. Ja, schade, dass ich mich damit direkt gleich heilen muss. Aber 51% ist natürlich auch gut. Das schöne Blut. Das ist so ärgerlich. Vergiss es. Ich komme da nicht mal rein gerade. Was mit Run? Das ist so eine miese Gegend hier. Dieses Camp ist echt übel. Mist. Ich
Ich warte eben, weil, ganz ehrlich, ich wurde auch schon 5.45 Uhr gekillt, weil plötzlich strahlende Sonne von oben kam. Da warte ich lieber. Das muss ich mir jetzt nicht antun. Sonnencreme. Sonnencreme ist eine gute Sache, ja. Lichtschutzfaktor 5000. Oder so. Blöde Ratte, du. So, einmal heilen, mal gucken, was ja. Oh, Herr Wanderhell. Einen schönen guten Abend. Wir haben einen schweren Abend. Ich habe letztes Mal keinen Boss. Und ich glaube auch nicht, dass ich Quincy in den nächsten 4-5 Versuchen legen werde. Ich hoffe, ich zeige heute ein bisschen Nervenstärke. Sonst ist ja sonst nicht meine bevorzugte Eigenschaft. So, dich würde ich ganz gerne auslutschen. So oder so. Das war nur 6%, aber besser 6 als gar kein Prozent. 6, 6, das ist vollkommen egal. So, haben wir da oben noch die Gruppe. Ich habe gar keine Zeit, den Chat zu lesen gerade hier. Das ist das Problem. Wo ist denn doof? Die waren auch nur 1% und so, also, ich brauche die Heilung, ja. Blut. Blutrausch. Ja, das Fernkampfdings hätte ich aber schon ganz gerne, glaube ich. Oder das Schattenprojektil. Das ist nur ein Schuss dann. Na, gucken. I'll show you what we're made of. Oh.
me what you've got! Show me what you've got! Rise to the challenge! Shit. Show me what you've got. Ich darf mir gar keinen Schaden anschauen, ne? Was hat denn da so viel Schaden gemacht? Irgendwo muss ich mal richtig, richtig fett auf die Fresse bekommen haben. Ja, mir steigt auch der Blutdruck beim Zugucken. Der ist schwierig.